ihr, über welche Art Produkt ich schon länger nicht mehr gesprochen habe? Fällt euch was ein? Intimwaschlotion habe ich schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Wird mal wieder Zeit. Ich habe eine neue, Sebamed, Intimwaschgel, tägliche Pflege für die junge Frau. Ich weiß jetzt leider nicht, bis wohin man jung ist. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich noch als jung hoffentlich in dem Bereich gelte. Und daher denke ich mal, dass sie passt. Sie ist ziemlich geruchslos, hat einen pH-Wert von 3,8. Und ist mit Kamillenextrakt und Milchsäure und ist medizinische Hautpflege. Preislich etwas höher angesiedelt, weil Sebamed ist nun mal preislich ein wenig höher angesiedelt. Ist halt nun mal so. Gibt es trotzdem in der Drogerie. Findet ihr also beim DM. Das Zeug ist in Ordnung. Da gibt es nichts weiter zu sagen eigentlich. Das Zeug ist in Ordnung, fühlt sich alles gut an, alles okay, gut gereinigt. Kein komischer Duft, der hiervon ist, keine Duftveränderung, die dadurch verursacht wird. Ich bin mit dem Zeug zufrieden, werde es mir wohl auch nachkaufen. Und ich müsste dann mittlerweile eigentlich, soweit mir bekannt, alle im Drogeriemarkt vorhandenen Intimwaschgele für mein Alter ausprobiert haben, durchgetestet haben und werde bei dem hängen bleiben. Da es mir bisher am besten gefällt. Lässt sich gut dosieren, ist ergiebig, gibt es nichts zu meckern. Und dadurch, dass es absolut geruchslos ist, bin ich mit dem irgendwie auch am zufriedensten. Ja, mein Testsieger sozusagen von allen möglichen Intimwaschgelen aktuell. Ich werde noch mal schauen, ob noch irgendwo ich eins übersehen habe, aber ich müsste eigentlich mittlerweile durch alle mich durchgetestet haben. Daher bisher mein Testsieger. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Würde mich mal interessieren, was sind eure Favoriten? Schreibt es mir mal in die Kommentare, vielleicht habe ich ja doch noch eins vergessen. Wenn, dann würde ich mal gucken, das auch nochmal auszuprobieren. Aber ich glaube, ich müsste sie alle durchhaben. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, welche euch noch einfallen, denn mir fallen keine weiteren ein. So viel von mir und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!